Region Sarganserland Werdenberg. Sie sind jetzt das erste Jahr Präsident, Christoph Gull. Haben Sie sich das Amt gesucht oder ist es einfach so auf Sie zugekommen? Ja, gesucht habe ich es nicht, nein, es ist auf mich zugekommen. Aber ich kann vielleicht schon ein paar Worte sagen zur Motivation. Was hat mich bewegt und motiviert dazu, die Leitung von dieser Region Sarganserland Werdenberg zu übernehmen? Es ist mir eigentlich ein grosses Anliegen, ja, die Organisation als Organisation weiterzuentwickeln. Es ist mir aber auch ein grosses Anliegen, die Identifikation von dieser Region zu stärken, die so viel zu bieten hat. Das liegt mir am Herzen und da hoffe ich, dass ich zusammen mit dem Vorstand ja, in den nächsten Jahren einen Schritt weiterkomme. Geschäftsstelle, die ist zu Buchs, oder? Ich kann mich erinnern, ich war jetzt ganz klein, bin sonst eigentlich hier ein Werdenberger. Früher hatte ich das Gefühl, im Schollberg ist eine riesige Grenze. Jetzt sitzen Sie als Präsident der Region, das ganze Land Werdenberg, in der Reihenfolge Spranz, sitzen Sie jetzt zu Buchs in der Geschäftsstelle. Also die Region ist zusammengewachsen? Ja, zweifellos. Wobei ich denke, das ist auch eine Entwicklung von unserer Gesellschaft, oder? Mit den ganzen Kommunikations-, Informationsmitteln und so weiter. Ja, sind die Distanzen kürzer geworden. Aber ich denke, es ist auch wichtig und sinnvoll, wenn wir als starke Region auftreten wollen, ja, dass man Gemeinsamkeiten sucht, die wir haben, auch in diesen beiden, ich sage jetzt Subregionen, Sarganserland und Werdenberg. Und ja, dass man geeint auftreten tut für Interessen, wo uns ein Anliegen sind. Sie sind ein Flumser, gell? Ja, ich bin nicht ein Eingeborener, ja. Aber ich lebe seit über 20, 25 Jahren am Flumserberg. Aber ursprünglich ein Zürcher Dialekt, oder? Ja, ich bin selber eigentlich nicht weit weg von da, von Wildhaus. Meine Eltern sind immer noch zu Wildhaus. Ja. Ich habe halt über Jahrzehnte im Raum Zürich gearbeitet. Eben darum frage ich, oder? Also, haben wir denn mal eine Chance? Man redet immer von dem Metropolitan-Raum Zürich. Ich kann mich erinnern, wo der Benny Würth angetreten ist, oder jetzt Finanzchef im Kanton. Hat er schon von dem geredet? Ist ja von Rapperswil hergekommen dort. Und dann habe ich das von Daniel Guth auch immer wieder gehört. Und so. Haben wir denn eine Chance, dass wir auch mal so ein bisschen den Ruf haben in dieser kleinen Region, dass wir Metropolitan-Raum werden hier, so ein ganzes Land Werdenberg? Ja gut, wir haben das ganze Land Werdenberg haben wir natürlich, wie die andere Region auch, eine spezifische Ausgangslage. Uns ist die, dass wir zum Kanton St. Gallen gehören, mit der Hauptstadt St. Gallen. Das für uns aber auch die Achse Chur Zürich natürlich eine wichtige Bedeutung hat, vor allem auch wirtschaftliche wichtige Bedeutung hat. Eben, das merkt man, also sagen wir mal, werden wir in Zürich noch wahrgenommen, so das ganze Land und das Werdenberg überhaupt? Oder sind wir irgendwie so ein bisschen das Armenhaus der Schweiz immer noch, ein bisschen ein Randgebiet? Ja gut, Armenhaus ist übertrieben, oder? Ja. Aber wenn wir zum Beispiel Kennzahlen wie die Steuerkraft anschauen, dann ist es sicher so, wobei das nicht nur für das ganze Land und Werdenberg zutrifft, sondern ich denke generell einfach für ländliche Regionen, dass dort die Steuerkraft tiefer ist wie jetzt in Agglomerationsgebieten. Auf der anderen Seite ist aber auch, sind die Lebenshaltungskosten auch tiefer. Oder? Und je nachdem, wie man es empfindet, kann man doch eine sehr hohe Lebensqualität jetzt auch in unserer Region geniessen. Also wir haben durchaus sehr viel zu bieten. Und wegen der Wahrnehmung jetzt in einem Raum Zürich oder auch in St. Gallen, in diesen grösseren Agglomerationsräumen, in den städtischen Gebieten, glaube ich, da trifft genau das Gleiche zu, wie wir vorher gesagt haben, für unsere Region, dass sie näher zusammengerückt ist. Natürlich rücken wir als Region auch zunehmend näher an der Stadt Zürich. Eben, das merkt man schon. Und ein schrecklicher Geissenweg, die Region hat 75'000 ungefähr Einwohnerinnen und Einwohner, also von Klarten bis Sennwald 14 Gemeinden. Also natürlich, man hat richtig durch einen Vorteil durch die Region. Ein grösser, als wenn man jetzt einfach als einzelne Gemeinde irgendwo und irgendwie würde auftreten, was ja gar nicht möglich wäre in verschiedenen Bereichen, oder? Ja, möglich wäre schon, aber es bringt nicht mehr viel. Und das ist natürlich zunehmend so, ja. Ich glaube, in diesem Spannungsfeld, das habe ich jetzt auch in meinem ersten Jahr als Leiter von dieser Region erlebt, in diesem Spannungsfeld steht jeder Gemeindepräsident, oder? Er ist gewählt von der Bevölkerung in seiner Gemeinde. Und ich denke mal, für jeden sind das die ersten Anliegen, haben die Aufgaben in der Gemeinde, die Herausforderungen in der Gemeinde, die erste Priorität. Das ist selbstverständlich.
Auf der anderen Seite, glaube ich, das haben auch jetzt neue Gemeindepräsidenten schnell gemerkt, geht es heute nicht mehr, wenn man sich nur noch auf die Aufgaben in der Gemeinde konzentriert. Wenn man etwas will erreichen, auch eben im Sinn der Gemeinde und für die eigene Gemeinde, ist es notwendig, dass man sich vernetzt, dass man sich zusammentut, eben auch in einer Region und sich gemeinsam einsetzt für Anliegen, die dann auch der eigenen Gemeinde können's gut kommen. Wenn wir ihnen so zulassen und sie so anschauen, dass sie sind richtig angefressen vom Engagement, gell? Irgendwie für die Gemeinde natürlich, aber auch für die Region. Auf jeden Fall, oder pendeln sie noch hin und her als Kantonsrat, oder? ja, freut mich, wenn es rüberkommt. Ja, ich bin engagiert, ich bin begeistert. Ich bin heute Morgen gefragt worden, ob ich noch andere Ambitionen habe. Ich muss Ihnen sagen, ich mache mir keine Gedanken über Ambitionen. Mir gefällt es im Moment. Ich geniesse die Aufgaben, die ich heute habe. Und ja, probiere diese Herausforderungen mit Engagement, auch mit einer Leidenschaft anzupacken. Als Flumser wird man sicher zu Zürich wagen. Ein Haufen Zürcher steigen zu Unterterz aus, gehen Flumser bergauf, die anderen gehen noch bei Zoll her. Also wir haben natürlich auch für Zürcher etwas bedeutet. Also die Regionen sind dann eigentlich bekannt und eigentlich auch beliebt. Dann gehen sie auf St. Gallen. Wie wird man so in St. Gallen wagen, wenn man als Flumser im Kantonsrat sitzt? Ich würde sagen, anders wie die Flumser und die Regionler das Gefühl haben. Es gibt ja sehr viele Leute in unseren Gemeinden, die das Gefühl haben, wir wohnen da und leben im äußersten Rand des Kantons. Und viele St. Gallen oben wissen gar nicht mehr, dass es da auch noch gibt. So ist es ganz eindeutig nicht. Wenn man sich konstruktiv und engagiert eben einbringt, dann wird man sehr wohl ernst genommen. Und ich stelle auch fest, dass sehr viele Vertreter von der Verwaltung und auch von der Regierung St. Gallen sehr gerne immer wieder in unsere Region kommen. Das habe ich auch festgestellt, dass im Verlauf meiner journalistischen Zeit habe ich manchmal erlebt, dass irgendwelche Sachbearbeiter von St. Gallen unten raufgekommen sind mit dem schwarzen Mäppli und haben gedacht, denen zeigen wir es jetzt oben. Bis sie gemerkt haben, hoppla hoppla, da muss man aufpassen, muss es ernst nehmen. Das hat sich wirklich, die Wahrnehmung, sagen wir es von St. Gallen, von der Regierung, vom Kanton her, hat sich massiv verändert. Oder? Also wir werden da wirklich auch sehr wertschätzend wahrgenommen. Ja, das würde ich unterschreiben. Das ist das, was ich erlebe. Und ich probiere das auch immer wieder unseren Bürgerinnen und Bürgern hier in der Gemeinde und in der Region eigentlich überzubringen und zu sagen, ja, dass die Leute da auch, ich sage immer, nicht nur eine Person, ein Mensch braucht das Selbstvertrauen, auch eine Gemeinde und eine Region hat das Selbstvertrauen. Und es ist wichtig, dass wir nicht überheblich sind, aber dass wir doch mit einem gesunden Selbstvertrauen ja, einen gewissen Stolz haben auf unsere Gemeinden und auf die Region. Dann sind wir so eine gläserne Gesellschaft, alles wird beleuchtet, durchleuchtet, hinterfragt und das Negative ist etwas mal fast interessanter als alles andere. Wie ist es so als Gemeindepräsident oder als Präsident von so einer Region heutzutage, also so mit dem umzugehen? Ja gut, ich habe ja noch nicht so viel Erfahrung. Ich bin sozusagen ein Quereinsteiger, bin jetzt seit 5 Jahren Gemeindepräsident. Aber eben, natürlich eben aus der Industrie, also aus der Wirtschaft herkommen. Ja. Nie denkt, oh, die Schnauze voll, kann so irgendwie, da wird man ständig und immer noch hinterfragt, kritisiert und so. Nein, bis jetzt nicht, Gott sei Dank. Ja. Natürlich ist man exponiert, man ist wirklich exponiert, das ist so. Es wird sehr viel beobachtet, festgestellt, wo man war, wo man vielleicht auch mal nicht war. Aber vielfach ja, nehme ich es eigentlich als eine positive Anteilnahme wahr. Ich kann mich wirklich bis jetzt in diesen 5 Jahren nicht beklagen über, ich sage jetzt in Anführungszeichen, Schlusszeichen, meine Bevölkerung in der Gemeinde Flums, aber auch in der Region. Ich erlebe das sehr positiv. Dann sind Sie also auch als jetzt Gemeindepräsident, auch als Unternehmer von der Gemeinde angekommen. Es ist nicht so, wie ein Unternehmer sagt, das würden wir nie antun, weder im Kantonsrat noch Gemeindepräsidium zu übernehmen, da kann man wirklich nichts gestalten, da wird man ständig noch kritisiert. Sie können dort auch wirklich ein tätiger Unternehmer sein in dem Fall. Ja, Unternehmer, es gibt schon gewisse Unterschiede, aber Gestalter kann man auf jeden Fall sein. Ja. Und ich geniesse das auch. Ich geniesse die Vielseitigkeit an Themen, die einem begegnet im Berufsalltag. Das ist eine sehr breite Themenpalette, das gefällt mir. Und den Gestaltungsspielraum finde ich nach wie vor, auch wenn es natürlich gewisse Entwicklungen gibt, dass mehr eben auf regionaler und auch auf kantonaler Ebene entschieden wird. Das ist so. Denke ich, ist der Gestaltungsspielraum auf Gemeindeebene und als Gemeindepräsident immer noch da, wenn man ihn anpackt und wahrnimmt.
Wir schauen das so in unserem ganzen Land auf, von Buchsen weg. Also das ist für sie anscheinend überhaupt kein Problem, dass die Geschäftsstelle jetzt da unten ist. Also sie sind in dieser Region eben wirklich regional tätig. Ich sage es mal, auch gleich ein Unternehmer für die Region. Was sind also so die wichtigsten Geschäfte, die jetzt im letzten Jahr auf sie zugekommen sind? Ja, wenn man jetzt zurückschaut auf das erste Jahr in der Region, dann glaube ich, muss man es zweiteilen. Das eine ist das Thematische, was wir behandelt haben, auf das komme ich gerade zu sprechen. Das andere, wo vielleicht ein bisschen im Vordergrund gestanden ist, jetzt auch für mich als Präsident, ich habe probiert, in dem ersten Jahr eine gute Atmosphäre zu schaffen, wo man eben nachher meine Ziele, die ich habe für die Region, die Identifikation stärken, die Region stärken und auch die Organisation weiterzuentwickeln, dass wir das erreichen können. Ich denke, für das ist ein solides Fundament notwendig. Das habe ich probiert zu legen in dem ersten Jahr. Es hat von diesen 14 Gemeinden 4 neue Gemeindepräsidenten gegeben am 1. Januar dieses Jahres. Und es war mir auch klar, die kommen dann nicht mit der ersten Priorität zuerst einmal in der Region an, sondern die müssen natürlich zuerst einmal in ihrer Gemeinde ankommen. Darum hat man nicht vom 1. Januar an volle Pulle, sage ich jetzt, können, die Ziele von der Region verfolgen, sondern es war dann vor allem der Schwerpunkt im zweiten Halbjahr 2017, wo es eben darum ging, aus diesen 14 Gemeindepräsidenten, die den Vorstand bildet von der RSW, ein konstruktiv zusammenschaffendes Team zu bilden. Hat es angefangen mit dem Brockham und dem Maschkenkamm? Wir sind wandern gegangen. Hat es angefangen mit dem neuen Kleid vom Newsletter, oder, den wir dort im Juni rausgegeben haben? Hat es irgendwie so ein gewisses Schlüsselerlebnis gegeben, wo Sie denken, mal, jetzt bin ich angekommen, ich konnte es zusammenschweissen? Ja, nein, wir haben tatsächlich einen Ausflug gemacht am Blumsenberg. Ja, es waren viele beeindruckt gewesen, was dort schon gegangen ist. Nein, es hat nicht ein Schlüsselerlebnis gegeben, sondern ich würde sagen, es ist eigentlich eher ein Prozess, den wir in Gang gesetzt haben in diesem Jahr, wo ich finde, sind wir aber gut unterwegs. Ich muss auch sagen, es gehört sicher Geschick dazu, ja, von der Leitung von so einem Gremium, aber es gehören auch die Mitglieder von diesem Gremium genauso dazu, oder? Das sind, wie man so schön sagt, auf Schweizerdeutsch und in der Umgangssprache ja häufig Gemeindepräsidenten, sogenannte Alpha-Tierli, oder? Das ist im Werdenberg und im ganzen Land ja nicht anders wie eben sonst wo. Also das ist schon noch ein bisschen Herausforderung, auch aus sämigen Alpha-Tier eben auch wieder ein schlagkräftiges Team zu machen. Aber ich glaube, da sind wir gut unterwegs. Wir haben wirklich durchs Band gute Typen an Bord. Und ich bin zuversichtlich, dass wir etwas erreichen können. Jetzt ist ein Jahr vorbei, 2009. Seit 2009 gibt es die Region, das ganze Land Werdenberg. Sie machen es jetzt ein Jahr. Wir stehen jetzt am Ende des Jahres 2017. Welches ist so Ihr grösster Wunsch, jetzt, wenn Sie so könnten, etwas wünschen für 2018? Für 2018, ja, es ist so, wir haben dann eigentlich so eine Standortbestimmung und so einen Strategieentwicklungsprozess angestoßen zusammen mit der Fachhochschule St. Gallen. Wir machen das in zwei Phasen. In einer ersten Phase mit einer Innensicht der Vorstandsmitglieder bis zur Delegiertenversammlung im Frühling, April, Mai, wenn wir die erste Phase abgeschlossen haben. Wir wollen aber den Prozess nicht auf die Innensicht beschränken, sondern in einer anschliessenden zweiten Phase wenn wir eine Aussensicht einholen. Wenn wir zurückschauen, oder, dann war vor allem einmal die Raumplanung natürlich ein zentrales Thema gewesen. So ist ja die Region auch ein bisschen entstanden. Es ist der öffentliche Verkehr, der sicher ein ständiges Thema ist, das uns begleitet. Auch wenn natürlich dort der Erfolg nicht immer sehr schnell kommt. Aber man muss über längere Zeiträume an diesen Themen dranbleiben, damit dann die Ziele eben erreicht werden können und die ÖV-Erschliessung ja, sich auch im positiven Sinn für unsere Region kann weiterentwickeln kann. Aber ich denke, jetzt müssen neue Themen dazukommen. Welche das sind, kann ich noch nicht sagen. Wir gehen ergebnisoffen an den Prozess an. Ich könnte mir vorstellen, dass wir in Zukunft intensiver zum Beispiel zusammenarbeiten mit der Wirtschaft in unserer Region. Dass dort ein stärkerer Schulterschluss stattfindet. Es gibt auch andere Ansätze, die denkbar wären. Was ich mir wünsche für das 18. ist, dass wir ja, konstruktiv an den Prozess herangehen und gute Ergebnisse rauskommen, wo am Schluss eben noch eine stärkere Identifikation, nicht nur von den Gemeindepräsidenten, sondern letztlich von der ganzen Bevölkerung für unsere Region herauskommt.